nicht, ob Ihnen klar ist. Doch, ist klar. Okay, weiter geht's mit den vier Farbtypen. Wie kriegen die Dinge geregelt? Der Rote, der haut einfach mit der Faust auf den Tisch. Der fordert, was er haben will. Der holt sich, was er braucht. Der Gelbe, der wuselt sich irgendwie durch. Viele Verkäufer sind gelbe Typen. Und es bringt die Chefs in der Regel auf die Palme, wenn die sehen, auf wie viele verschiedene Arten ein gelber Verkäufer die Regeln umgehen kann. Der Grüne, der trinkt erstmal in Ruhe ein. Die Baskenmützen sind auch recht typisch. Ich glaube, diese Provenzalen, die Franzosen dort im Süden, das sind, stelle ich mir so grün vor. Und der Blaue, der Controller-Typ, der grübelt und löst Probleme auch oft mal nicht, weil er zu viel nachdenken muss. Weiter geht's. Wie sieht uns unser Gegenüber und wie sehen wir uns selber? Also gegeben, wir sind ein Roter. Wir halten uns selber einfach für entschlossen, willensstark, zielgerichtet. Ne? Alles positive Eigenschaften. Wie kann uns unser Gegenüber sehen? Um hier nochmal auf den Roten einzugehen, auf unser Gegenüber können wir aggressiv, beherrschend, antreibend, intolerant und anmaßend wirken. Wenn wir gelb sind, sehen wir uns selber als umgänglich, enthusiastisch, offen, überzeugend, redegewandt, total lustig. Gelbe finden sich selber mal sehr, sehr lustig. Auf unser Gegenüber können wir erregt, hektisch, indiskret, extravagant, voreilig wirken. So ein grüner Mensch sieht sich selber als vertrauensvoll, mitfühlend, ermutigend, geduldig, entspannt. Auf so einen roten oder einen gelben wirkt er in erster Linie aber indifferent, fügsam, beleidigt, abhängig, stur und vor allen Dingen langsam. Der Blaue, vorsichtig, präzise, besonnen, hinterfragend, formal, so sieht er sich selber. Andere Menschen sehen ihn oft als steif, misstrauisch, kalt, reserviert, unentschlossen, pedantisch, korinthenmäßig. Das sind so die Sachen, die über Gelbe gesagt werden. Was die Farbtypen brauchen. Die Roten brauchen Informationen zum Entscheiden, Alternativen und klares Ziel. Die wollen zu Potte kommen. Die Gelben, die brauchen interessante Geschichten. Die wollen selber viel reden. Die wollen kurze Produktpräsentationen. Wenn die 3 Stunden zugucken müssen, wie irgendwie eine Küche geplant wird und jede Sockelleiste irgendwie noch sich angucken müssen, dann sind die schon raus. Die brauchen Fokus auf die Zukunft. Die interessiert nicht, was ist das jetzt konkret für ein Möbelstück. Die wollen wissen, wie geil sich die Küche anfühlt, wenn sie sie haben, was sie für tolle Partys haben können, wie viel Spaß sie mit ihren Freunden beim nächsten Besuch haben werden, wenn sie dann eine Party machen mit den neuen Möbeln. Was braucht der Grüne? Der will erstmal keine Bedrohung. Der will, dass es auf keinen Fall zu schnell geht. Der will erstmal Vertrauen aufbauen. Der kauft den Nutzen auch für die Familie. Der braucht Sicherheit, der braucht freundliche Unterstützung. Der braucht es vor allen Dingen ruhig und langsam. Was braucht der Blaue? Daten, Fakten, Statistiken, konkrete Beweise, Prospekte. Wie viel Scheuertouren, wie hoch ist der Jahresverbrauch vom Induktionskochfeld und wie viel spart das gegenüber einem normalen Ceran-Kochfeld? Das ist das, was den Blauen vorantreibt. Okay, was motiviert die verschiedenen Kunden? Die Roten, die brauchen Wertschätzung und Freiheit, Unabhängigkeit. Rote stehen auf Komplimente, Anerkennung. Sie müssen das Gefühl haben, sie sitzen praktisch am Steuer. Sie treffen die Entscheidung und Respekt ist ganz wichtig für Rote. Und wenn man den Leuten gibt, was sie brauchen, dann sind die in der Regel offener, um zu kaufen. Was brauchen die Gelben?
Die brauchen Spaß und Akzeptanz. In erster Linie will der Gelbe, der will gar nicht Möbel präsentiert kriegen, das langweilt den, der will die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren vor dem Verkäufer. Der will persönliche Aufmerksamkeit, der will auffallen, der will Freundlichkeit, der will Lob, der will, dass man über seine Witze lacht, dass man ihm auch genug Chancen gibt, Witze zu erzählen. Das brauchen Gelbe. Wenn man den Gelben zu viel von Möbeln erzählt, verliert man die sofort. Was braucht der Grüne? Der braucht Sicherheit, Geduld, Beruhigung, eine lange Aufwärmphase, eine lange Kennenlernphase. Er braucht Unterstützung, er braucht Lob. Er braucht ein harmonisches Umfeld, auf keinen Fall Druck. Wenn ein Grüner Druck kriegt, geht er ins Tilt und macht gar nichts mehr. Was braucht ein blauer Kunde? Er braucht Stabilität, Unabhängigkeit. Ermutigung und Lob. Lob kann eigentlich nie schaden. Ne? Also das ist für alle vier. Aber er steht auf strukturiertes Vorgehen. Er braucht auch auf keinen Fall Druck. Das mögen Introvertierte nicht. Er will wenig Entscheidungen treffen, denn er macht sich selber schon genug im Kopf. Ja, das sind die vier Farbtypen, was sie motiviert, wie sie ticken. In der folgenden Woche werden wir uns jetzt anstrengen, diese Leute zu erkennen und ihnen das zu geben, was sie brauchen. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Ja, ist klar. Okay, das war's.